Fulda, tragischer Unfall auf der Bundesstraße 278, bei Tannlabach, Osthessen, knallte ein VW-Bus gegen einen Baum und von dort zurück auf die Fahrbahn. Dann fing das Fahrzeug Feuer. Die Retter konnten den Mann nur noch tot aus seinem Wrack bergen. Der Unfall hatte sich am Sonntag gegen 3.30 Uhr ereignet. Die Ursache ist bislang unbekannt. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei war auch ein Gutachter vor Ort.